In den letzten Jahren hat sich die Technologie FA1/4-Prothesen erheblich weiterentwickelt, was vielen Menschen mit Behinderungen eine verbesserte Lebensqualität ermöglicht hat. Die Kosten FA1/4-Prothesen können jedoch je nach Land erheblich variieren, weshalb es wichtig ist, die verschiedenen Optionen sorgfältig abzuwägen. In diesem Video werden wir die Prothesenkosten in Europa mit denen in der TA1/4 vergleichen und Ihnen helfen, die beste Entscheidung FA1/4 Ihre BA1/4-Öffnisse zu treffen. Europa gilt als eines der teuersten Gebiete FA1/4 medizinische Behandlungen und Versorgung, einschließlich Prothesen. In Ländern wie Deutschland, Frankreich und Großbritannien können die Kosten FA1/4-Prothesen schnell Tausende von Euros erreichen, je nach Art der Prothese und den individuellen BA1/4-Öffnissen des Patienten. Die hohen Kosten können eine erhebliche finanzielle Belastung FA1/4-Menschen mit Behinderungen darstellen, insbesondere wenn sie nicht A1/4-BER eine angemessene Krankenversicherung VA1/4 gehen. Auf der anderen Seite bietet die TA1/4 eine kostengünstigere Alternative FA1/4-Prothesen. Die Prothesenkosten in der TA1/4 sind oft deutlich niedriger als in den meisten europäischen Ländern, was sie zu einer attraktiven Option FA1/4-Patienten macht, die eine hochwertige Prothese zu einem erschwinglichen Preis suchen. Darüber hinaus hat die TA1/4 in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte in der medizinischen Versorgung gemacht und VA1/4 GTA1/4 BER eine erstklassige medizinische Infrastruktur sowie hochqualifizierte Fachkräfte, die Prothesen von hoher Qualität herstellen können. Ein weiterer Vorteil der Prothesenkosten in der TA1/4 ist die Tatsache, dass viele Patienten internationale Standards und Zertifizierungen VA1/4. Dies bedeutet, dass die Qualität der Prothesen in der TA1/4 mit der in Europa vergleichbar ist, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten. Viele Patienten entscheiden sich daher FA1/4 eine Behandlung in der TA1/4, um Geld zu sparen, ohne dabei auf die Qualität oder Sicherheit ihrer Prothese zu verzichten. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass es bei der Wahl einer Prothese nicht nur um die Kosten geht. Der Komfort, die Passform und die Funktionalität der Prothese sind entscheidende Faktoren, die VA1/4 gesichtigt werden VA1/4. Während die Prothesenkosten in der TA1/4 möglicherweise niedriger sind, ist es wichtig, sicherzustellen, dass die Prothese individuell angepasst ist und den BA1/4-Öffnissen des Patienten entspricht. Ein professionelles Team von Orthopäden, Ingenieuren und Physiotherapeuten sollte eng zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die Prothese optimal funktioniert und dem Patienten geeignetmöglichen Nutzen bietet. VA1/4 BER hinaus ist die Nachsorge nach der Prothesenimplantation entscheidend VA1/4 den langfristigen Erfolg. In Europa werden häufig regelmäßige Nachuntersuchungen und Anpassungen angeboten, um sicherzustellen, dass die Prothese richtig funktioniert und sich der Patient gut an sie anpassen kann. In der TA1/4 sollten Patienten darauf achten, dass sie Zugang zu ähnlichen Nachsorgeleistungen haben, um sicherzustellen, dass ihre Prothese richtig funktioniert und keine Komplikationen auftreten. Insgesamt bieten sowohl Europa als auch die TA1/4 qualitativ hochwertige Prothesen VA1/4 Menschen mit Behinderungen an. Die Entscheidung VA1/4 eine Prothese HMGT von individuellen BA1/4-Öffnissen, Vorlieben und finanziellen Möglichkeiten ab. Patienten sollten sorgfältig alle VA1/4-baren Optionen abwägen und sich VA1/4-endlich informieren, bevor sie eine Entscheidung treffen. Durch eine fundierte Entscheidung kann den Patienten sicherstellen, dass sie die bestmögliche Prothese erhalten, die ihren BA1/4-Öffnissen entspricht und ihnen ein verbessertes Leben ermöglicht.